Ich darf euch die neue Panasonic Lumix G110 vorstellen. Eine Kamera, die für Content Creator gemacht ist, die im Bereich Social Media Content, Webseiten, Fotografieren, Film, allerlei Sachen müssen abliefern. Eine Kamera, die extrem flexibel einzusetzen ist. Was bringt die Kamera mit sich? Das ist eine recht kompakte Kamera, die ich wirklich fürs Filmen wie auch fürs Fotografieren beides sehr gut einsetzen kann. Standardmäßig kommt die Kamera mit einem 12 bis 32 mm Objektiv, was einem 24 bis 64 mm äquivalent im Kleinbild entspricht. Die hat sogar Wechseloptik, also man kann wirklich das ganze Micro Four Thirds System verwenden. Da gibt es enorm viel Auswahl, vom extrem Weitwinkel, Fischauge bis zum sehr starken Tele. Dann hat die Optik einen Bildstabilisator, einen sogenannten Mega OIS integriert, kombiniert mit dem elektronischen Stabilisator, wo die Kamera selber auch noch zuschalten kann. Und zwar gibt es dort drei Stufen, ausgeschaltet, Standard oder High. Was das bedeutet, kann ich jetzt gerade in einem Beispiel zeigen, wie die arbeiten entsprechend. Das ist der Stabilisator-Test mit der Mega-OIS-Stabilisierung vom Objektiv, ohne elektronischen Stabilisator für die Kamera. Dann der Stabilisator-Test mit Mega-OIS vom Objektiv und zusätzlich der elektronische Stabilisator vor der Kamera auf der Stufe Standard, also noch nicht so stark. Und man sieht halt, man verliert schon ein bisschen Bildwinkel. Dann noch der Bildstabilisator-Test mit Mega-OIS vom Objektiv plus zusätzlich der elektronische Stabilisator auf der Einstellung High. Da viel ruhigeres Bild, aber man verliert ziemlich viel Bildwinkel. Also viel näher dran der Kamera und habe viel weniger rundherum drauf. Etwas Besonderes, das die Kamera bietet, ist, dass sie ein Mikrofonsystem hat mit drei Kapseln. Das wird von der Nokia, sogenanntes OSO-System, das sie eigentlich aus dem Bereich von den 360-Grad-Kameras entwickelt haben. Da war Nokia mal ganz führend gewesen, mit einem Gerät, das so eine grosse Kugel war, eine spezielle Form hatte. Und die hat auch schon die Mikrofontechnologie eingesetzt, dass man nachträglich oder während dem Filmen kann entsprechend die Richtwirkung der Kapseln einstellen kann. Und jetzt hier haben wir drei Mikrofone. Also man sieht hier vorne eins, links, rechts und hinten raus noch eins. Das sind sehr, sehr kleine Kapseln, aber die haben einen extrem guten Effekt. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu wählen. Kann ich das jetzt hier vielleicht schnell im Menü zeigen. Und zwar haben wir fünf verschiedene Positionen, wo ich den Ton einstellen kann. Und zwar Automatik, die eigentlich rundum aufzeichnet. Wenn es etwas vor der Kamera hat, also das Gesicht erkennt, dann tut es voraus aufzeichnen. Wenn nicht, dann eigentlich rundum. Surround tut immer rundum aufzeichnen. Kann zum Beispiel spannend sein, wenn es eine Diskussion gibt zwischen Kameramann, Kamerafrau und Protagonist. Oder wenn ich es einfach mal irgendwo herstelle und ich will, der Ton ist wichtig, in der Diskussion auch so können aufzeichnen. Dann haben wir den Frontmodus, wo nur eigentlich alles, was etwa 180 Grad gegen vorne passiert, aufzeichnet. Dann gibt es den Tracking-Modus. Der tut automatisch aufgrund von Gesichtserkennung und Bildwinkel entsprechend arbeiten. Also es tut es eigentlich die Person mitverfolgen. Und der Back-Modus, den finde ich sehr spannend. Der ist super zum Beispiel so für Trade-Shows. Wenn ich die Situation habe, dass ich allein unterwegs bin, ich sehe spannende Sachen, ich wollte irgendetwas anschauen, erzählen darüber, was wir da für ein neues Produkt an diesem Stand haben, dann kann ich hinter der Kamera bereits erzählen und das Mikrofon zeichnet mir auf. Wenn ich jetzt aber jemanden vor die Kamera bringe, also irgendwie einen Aussteller, der etwas über das Produkt sagen will, und der erzählt mir etwas, der kennt die Kamera im Vordergrund ja das Gesicht
Und dann tut es automatisch, wenn der redet, automatisch aufs Frontmic wechseln und hat automatisch den guten Ton von vorne. Das ist sehr ein guter Modus, eben jetzt spezifisch für so Messen, Trade-Shows oder so. Vielleicht gibt es noch andere Anwendungssituationen. Das ist die Einstellung Automatik, wo eigentlich automatisch die Situation der Pegel von den drei Kapseln entsprechend anpasst. Dann haben wir die Einstellung Surround, die rund um die Kamera eigentlich gleichmäßig aufzeichnet. Wenn ich jetzt also rundherum laufe, sollte die eigentlich aus allen Winkeln gleich laut tönen. Dann haben wir jetzt die Einstellung Front, die eigentlich 180 Grad von der Kamera weg vorne aufzeichnet. Also wenn ich jetzt rundherum laufe, sollte entsprechend jetzt die Stimme leiser werden und von hinten fast gar nicht aufzeichnen. Und wenn ich dann auch wieder von Seite vorne komme, sollte es wieder lauter werden. Das ist jetzt die Einstellung Tracking, die eigentlich automatisch mit dem Gesicht mitverfolgt und eigentlich automatisch so die richtige Lautstärke findet. Wenn ich jetzt zum Beispiel verschwinde hinten durch, sollte es entsprechend auch leiser werden. Voilà, und wenn ich wieder ins Bild vorne komme, sollte es mir wieder folgen. Vermutlich hört man den Effekt ein bisschen besser über Kopfhörer. Und dann haben wir noch die letzte Einstellung, die heisst Back. Also eigentlich die ideale Funktion für den Ton bei Trade-Shows und bei Messen optimal aufzuzeichnen. Wenn ich jetzt das Display schwenke gegen vorne, damit ich mich dann sehe, wenn ich vor der Kamera bin und das Gesicht erkannt wird, sollte eigentlich dann mit der Zeit automatisch der Ton von vorne super aufgezeichnet werden und hinten entsprechend nicht mehr. Also das heisst, wenn jetzt hinten jemand laut schnurrt oder was auch immer, sollte man es wieder nicht mehr hören. Erst wenn ich nachher wieder niemand mehr vor der Kamera habe, der redet und das Display umkehren. Die Kamera hat Windgeräuschunterdrückung in High, Standard oder Off. Kann ich dafür noch schnell ein Beispiel dazu zeigen, das wir jetzt sehen? Das wäre jetzt Windgeräuschunterdrückung ausgeschaltet. Dann Windgeräuschunterdrückung auf Einstellung Standard. Dann noch Windgeräuschunterdrückung auf Einstellung High. Selbstverständlich kann die Kamera auch manuell den Ton aufnehmen. Man kann den Tonpegel komplett manuell aussteuern. Das sieht man hier in einem Display. Kann da entsprechend plus minus korrigieren. Ich habe jetzt ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass durch die spezielle Ozone-Technik von Nokia das relativ gut läuft mit der Automatik. Klar gibt es Situationen, wo ich nicht die Pegelschwankungen will, dass wenn es lang ruhig ist und er redet wieder jemand, dass es zuerst so das Pumpen gibt. Das ist sicher so, dass es immer noch besser ist, wenn man es manuell macht. Aber die Gefahr ist natürlich auch da, dass etwas nicht gut funktioniert, dass ich den Pegel eben eher übersteuert habe. Darum im Zweifelsfall vielleicht gescheiter die Automatik verwenden. Die Kamera bietet auch nebst dem integrierten Mikrofon noch die Möglichkeit, hier auf der Seite mit 3,5 mm Klinkenstecker ein Mikrofon einzustecken und man hat oben drauf einen Schuh, den ich entsprechend brauchen kann für ein Mikrofon oben drauf oder ein Licht oben drauf. Zum Thema Licht kann man sagen, die Kamera ist recht empfindlich. Es ist gleich ein bisschen grosser Sensor. Es ist sicher so, dass es oft Situationen gibt, wo es absolut Sinn macht, ein Aufhelllicht drauf zu haben oder eine kleine Flächenleuchte, irgendetwas in diese Richtung. Da komme ich noch dazu, was für spannendes Zubehör es noch gibt zu dieser Kamera. Zum Thema Filmen. Die Kamera hat 4K 30p als maximale Auflösung und Framerate oder 1080 bis 50p, kann aber auch 25p und natürlich alles dazwischen. Was ich besonders möchte vorheben, ist, dass die Funktionen für Selfie-Modus, dass wenn ich zum Beispiel das Display vorklappe, sie automatisch in den Selfie-Modus geht und zum Beispiel der Auslöser 3 Sekunden verzögert. Also ich kann drücken, tue dann entsprechend nicht verwackeln, weil ich 3 Sekunden noch Zeit habe. Das kann ich einstellen, aber das finde ich eine coole Funktion, die es automatisch hat. Der Autofokus läuft sehr, sehr gut. Der hat Gesichtserkennung und zusätzlich auch Augenerkennung.
Für doch schon einen grösseren Sensor, den sie jetzt hat, ist es noch schwierig, dass sie wirklich gut fokussieren können. Und es geht wirklich eigentlich in der Regel nicht lang, bis die Schärfe sitzt. Und ja, einen schönen Unschärfe-Look gegenüber Hintergrund haben, ich kann mich gut absetzen. Also. Die Kamera bietet enorm viele Spezialfunktionen fürs Filmen, wo speziell für Instagram oder TikTok oder so etwas kann hilfreich sein. Ich habe schon gewisse Effekte wie zum Beispiel Ein- oder Ausblenden oder Schärfe einstellen. Kann ich das vielleicht gerade schnell anhand des Menüs zeigen. Zum Beispiel gibt es den Snap-Movie-Modus, wo ich kann sagen kann, ich will zum Beispiel 4 Sekunden Schnipsel machen und zum Beispiel die Schärfe können ziehen, also unscharfe die Scharfe reinkommt. Oder eine Blendenfunktion, wo ich sagen kann, vom Weissen rein oder raus ins Weiss oder ins Schwarze, dann kann ich auch Farbe-Out setzen, wo ich schon mit einer langen Reihe von bestimmten Effekten nachher eigentlich, wenn ich es übertragen aufs Handy, fixfertige Filme machen kann. Dann haben wir verschiedene Fokusmodis, das ist klar, kontinuierlich Single-Autofokus, das ist eigentlich nichts Neues. Der Dauer-AF, dass er nicht die ganze Zeit aktiv ist, das ist sicher auch gut, also die Kamera stellt dann auch nicht in einen Schlafmodus und stellt etwas ab. Ich kann hier auch noch sagen, wie die Empfindlichkeit soll sein vor der Geschwindigkeit des Autofokus. Finde ich auch genial, da habe ich wirklich die Möglichkeit, von sehr zackig über langsam schön Smoothie-Bewegungen können zu machen. Dann haben wir Bildstile. Und zwar von den gängigen, natürlich lebendig, schwarz-weiß und so weiter, gibt es auch noch einen, und der heisst Vlog L, dass ich wirklich kann graden kann. Extra eigentlich ein ganzes flaches Profil, wenn ich wirklich möchte, im Filmschnitt nachher noch möchte, ein super Grading können machen. Dann haben wir Filtereffekte. Das sind eben so bestimmte Looks, die ich noch wählen kann. Wenn es mal ein bisschen peppiger muss sein, haben wir hier 6 Seiten verschiedene Effekte. Was ich bei dieser Kamera sehr spannend finde, ist, dass man die Foto- und die Videoeinstellungen relativ gut separat einstellen kann. Also zum Beispiel kann ich fürs Filmen eine andere ISO-Untergrenze und Obergrenze festlegen als fürs Fotografieren. Ich habe viele Einstellungen, die nur aufs Filmen einen Effekt haben. Und das finde ich genial, weil es ist halt wirklich klar etwas anderes, ob ich Standbilder oder Bewegbilder mache. Auch wichtig, wenn wir vielleicht hier oben anschauen, das Einstellrädchen. Das Einstellrädchen gibt es vor, in welcher Betriebsart ich bin. Also ich kann zum Beispiel manuell filmen. Wenn ich auf das M gehe, dann bin ich speziell im Filmmodus. Da habe ich aber nachher gleich noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will eine Programmautomatik oder Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl wählen. Aber ich habe mehr Einstellungsmöglichkeiten fürs Filmen als irgendeiner anderen Betriebsart. Ich kann auch jeder anderen Betriebsart sagen, okay, ich will den roten Knopf drücken und filmen. Aber da habe ich halt mehr Einstellungsmöglichkeiten. Speziell ist auch noch der Slow- und Quick-Modus, wo ich sagen kann, ich will Zeitraffer- oder Zeitlupe-Funktionen machen. Dann haben wir einen Custom-Modus, frei programmierbar, Szenen, das ist mehr für das Fotografieren, ich auch gedacht. Farbeinstellungen, eigentlich das, was ich vorher schon in diesem manuellen Modus über das Menü anwählen konnte. Dann der voll intelligente Automatikmodus, wo ich gewisse Situationen automatisch erkenne. Und dann fürs Fotografieren die normalen PASM-Einstellungen. Etwas sehr Hilfreiches, was die Kamera drin hat, ist die Vielzahl von Hilfslinien und Frames, die man einstellen kann, aber auch Histogramm- oder Peaking-Funktionen. Kann ich das mal auf dem Menü zeigen? Und zwar habe ich das Focus-Peaking, das ich aktivieren kann, das einem besser hilft, wenn ich die Schärfe überprüfen kann, weil es einfach überschärft dargestellt ist. Das Histogramm für die Belichtung, dann habe ich Gitterlinien, da kann ich zum Beispiel auch
den guten Schnitt auswählen oder entsprechende Hilfslinie setzen. Dann haben wir Rahmenmarkierungen. Und zwar kann ich da die gängigen Seitenverhältnisse, die man im Social Media braucht, wählen. Und zwar Querformat oder Hochformat, je nachdem, was ich einstelle. Kann ich da 4 zu 5 oder eben 5 zu 4, je nachdem, ob für das Hochformat oder für das Querformat geeignet. Wenn ich das auswähle, kann ich dann noch sagen, wie die Rahmenmaske soll sein, also wie stark dass es durchschimmern soll. Oder ich kann auch stark abdunkeln, zum Beispiel 75%. Wenn ich jetzt also rausgehe aus dem Menü, Moment, da, so. Und ich es aktiviert habe, jetzt habe ich es vorher noch mal eingestellt, jetzt muss ich es noch einschalten, so. Dann sehen wir nachher so die Anzeige. So kann ich eigentlich gleich das volle Format aufzeichnen, aber ich habe eine Hilfslinie, dass wenn ich nachher den Ausschnitt machen will, weiss ich, okay, das ist dann wirklich auch scharf in diesem Bereich drin, oder ist alles auch drin in dem Bereich, den ich muss haben. Die Kamera kann man mit dem Multifunktionshandgriff SHGR1 haben, wo eigentlich ganz eine einfache, gäbige Steuerung von der Kamera läuft. Ich kann eigentlich das hier als noch einen Kugelköpf einstellen, habe den Aufnahmeknopf fürs Filmen und fürs Fotografieren und dann hier noch einen Schlafmodus, wo ich die Kamera in Schlaf bewegen kann, damit sie nicht die ganze Zeit aktiv ist. Integriert ist ein kleines Stativ. Und für das Hochformat kann ich es relativ fest verstellen, das Gerät, sodass ich, je nachdem links oder rechts, gleich umgebig bedienen kann. Das geht aber nicht ganz in einem 90-Grad-Winkel. Etwas, was die Kamera auszeichnet, ist eine extrem einfache Verbindung zu einem Smartphone. Oder generell mit Wi-Fi oder Bluetooth eine Verbindung zu irgendeinem anderen Gerät herzustellen. Man hat einen super Assistent, der eigentlich, ich kann sagen, will eine neue Verbindung machen, jetzt zum Beispiel per Wi-Fi. Ich kann dann sagen, was ich möchte machen. Ich möchte zum Beispiel Bilder, die ich gemacht habe, übertragen. Ich kann aber auch sagen, es soll immer die Bilder übertragen, die ich mache. Also immer, wenn es gemacht ist, kommt es gleich rüber. Und so kann ich eigentlich später auswählen. Dann kann ich sagen, woher dass ich das will. Ich möchte jetzt auf einem Smartphone. Und kann auch hier sagen, ob ich über das Netzwerk einbinden will oder eine direkte Verbindung machen will. Ich wähle jetzt hier eine direkte Verbindung. Dann kann ich sagen, manuell, wo ich es eingeben muss, oder per WPS-Tastenverbindung eine automatische Findung des Geräts. So kann ich jetzt eigentlich beim Smartphone wählen, welches Netz das ich will. Und da habe ich sie schon, G110, kann sie so aktivieren. Und beim Netz ist jetzt ungesichert, das hat jetzt kein Passwort, das kann ich aber selbstverständlich auch immer noch einstellen. Und so bin ich schon verbunden. Und kann nachher, wenn ich jetzt hier rausgehe, ins App rein und kann nachher eigentlich die Bilder übertragen. Bei Bluetooth geht es je nachdem sogar noch einfacher. Wenn ich nur einfach ein Bild schicken will, ist das extrem kurz und kann einfach zwei Geräte miteinander koppeln. Also sehr gute Hilfefunktion in der Kamera. Allgemein im Menü, wenn ich die Display-Taste drücke, habe ich immer zusätzlich noch eine Hilfe. Also es erklärt mir immer noch gerade, was ist. Ich kann die Display-Taste wieder drücken und dann habe ich das wieder nicht mehr. Vom Zubehör her ist sicher wichtig, dass ich über das Licht nachdenke. Eine spannende kleine Lösung kann das Loomcube Version 2 sein, wo ganz kleine Lampen mit doch relativ viel Leistung und einem eingebauten Akku ist. Man hat hier die Möglichkeit mit zusätzlichen Filtern, zum Beispiel das Diffuser zu machen und aber auch die Farbtemperatur anzupassen. Da ich jetzt hier im Kunstlichtbereich bin, stelle ich es auf Kunstlicht einstellen. Ich habe ein kleines Zubehörschüler und ich kann auch drauf tun. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Leistung noch zu regulieren.
Was halt ist, dadurch, dass es relativ eine kleine Leuchtfläche hat, ist es halt relativ ein Herzlicht. Und ja, in puncto Grösse ist es sicher genial, aber es ist schon von mir aus gesehen besser, wenn man eine Lampe verwendet, die eine gewisse Leuchtfläche hat. Ich selber bin Fan von den PowerTubes, PowerTube 26C von der Nonlight. Das ist eine Lampe, die ein Effektlicht kann, aber selbstverständlich auch normales Licht kann eingestellt werden. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, Farbtemperatur von 7500 aber bis auf 2700 einzustellen und habe so die Möglichkeit, das Licht entsprechend der Situation anzupassen. Wenn ich das jetzt so habe, habe ich schon auch nicht eine Softbox im klassischen Sinn, aber sicher ein weiches Licht, als ich es mit einem kleinen Lumcube habe. Und kann das da genau gleich so oben drauf montieren oder sogar mit einem Kugelköpfchen schräg montieren. Dann habe ich den Vorteil, dass ich vielleicht sogar so ein Rembrandt-Licht herbringe mit dem Schatten am richtigen Ort. Und so eigentlich ein perfektes Bild herbekommen. Zum Thema Ton ist es so, dass die OZO-Technologie von Nokia wirklich gut ist. Aber man muss schon sagen, wenn ich jetzt in einer Situation bin, die sehr laut ist, dann ist es vielleicht besser, wenn ich jemandem, den Protagonisten vor der Kamera, ein Mikrofon anstecke, ein Lavalier-Mikrofon verwende und eine Funkstrecke brauche zum Beispiel. Für das habe ich nachher einen 3,5mm Klinkenstecker. Auch gut ist sicher ein Richtmikrofon, das halt gleich noch eine bessere Richtwirkung herbringt als die OZO-Technologie. Man muss aber schon sagen, von Haus aus, für die meisten normalen Anwendungen, ist das System eigentlich schon recht gut. Also es ist so, dass ich mit der Softwarelösung, die Nokia da entwickelt hat, sehr gut kann sagen kann, woher dass sie den Ton aufnehmen soll. Einfach von den Kapseln her, die verbaut sind, das sind sehr kleine Kapseln, also sicher nicht extrem druckresistent. Also es ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich für ein Konzert etwas zu filmen würde, würde ich nie die Mikrofone da innen verwenden. Da würde ich wirklich immer ein aufgesetztes brauchen. Aber auch, wenn ich eben gewisse Richtwirkungen erzielen möchte oder auch, wenn ich ein bisschen bessere Windgeräuschunterdrückung möchte, dann kann ich natürlich mit einem Aufsteckmikrofon und einer Deadcat, einem Fähli, eigentlich den besseren Rauschunterdrückungsfaktor herbringen, als die Kamera selber das mit der OZO-Technologie und der Rauschunterdrückung herbringt. Insgesamt muss man aber klar sagen, die Kamera ist ein extrem gutes Päckchen für Medienschaffende, Content Creator, die im Social Media Bereich tätig sind, Webseiten Bereich tätig sind. Man kann genau gleich gut fotografieren, wie man auch filmen kann. Also es ist wirklich eine Hybridkamera, die wirklich beides gut können und auch kann. Und mit den Bearbeitungsmöglichkeiten, die man schon direkt in der Kamera hat, also dass ich dort eigentlich schon sehr, sehr viel vorgeben kann und dann direkt auf ein Smartphone kann und direkt auf Facebook oder Instagram kann posten kann, das finde ich jetzt schon einen extremen Mehrwert. Die Kamera wird ab Juli erhältlich sein und wir werden die selbstverständlich auch im Summirent haben zum Mieten, dass ihr die auch testen könnt. Und preislich, je nach Ausbaustufe, sind wir auf jeden Fall noch unter 1'000 Franken, die erhältlich wird sein. Merci vielmals fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal.